Okay, ich denke, ich bin bereit und deswegen kann ich heutige Thema Pinzetten anfangen. Ich habe gesagt, heute werde ich sprechen über Pinzetten, welche ist die beste für euch und da es, wie wir unterschiedlich sind, genauso wie unterschiedlicher Geschmack haben wir und genauso unterschiedliche Sachen passen uns. Und deswegen werde ich euch sagen, Kriterien, wie ihr eure Pinzetten am besten aussuchen könntet. Was wäre ganz, ganz allerbeste, was ihr machen könntet, ist, dass ihr die Pinzette selber ausprobiert, nehmt ihr Wimpern und so werdet ihr probieren, ob es euch im Hand sitzt, ob es euch passt, ob ihr könntet gut damit fächern, weil wir haben verschiedene Pinzetten und mit jeder kann man anders arbeiten. Das muss man wissen, wie man mit die Pinzette arbeitet, weil ich sage, auch wenn wir Schulungen machen oder ich etwas mit Mädels bespreche, dann es ist oft Thema, dass die Fächer halten nicht zusammen, dass die sind schlecht, weil die Pinzette nicht funktioniert. Die Pinzette funktioniert fast immer. Problem ist, dass ihr könntet sie nicht richtig anwenden und nicht richtig damit arbeiten und deswegen es ist solche Problem. Ich werde anfangen mit dem, dass wie wir haben so Kategorien. Ich sage, wir haben drei Preiskategorien oder Preisklassen. Das sind die günstigen Pinzetten, zu welche gehören diese eigentlich Betus-Tweezer. Das sind meistens solche. Die haben verschiedene Arten von Pinzetten und dadurch, dass die gehören wirklich zu den niedrigen Preiskategorien, heißt nicht, dass die schlecht sind. Ich persönlich benutze auch eine vom Vetus-Pinzette und die kostet rund um 5 Euro. Dann sind das die mittlere Schichte von Pinzetten oder von der Preiskategorien und das sind Pinzetten, welche kosten, sage ich so, zwischen 20 bis 35 Euro oder bis 40, sage ich. Von 20 bis 40 Euro und da gehören meistens Pinzetten, welche sind mit Diamant beschichtet oder welche sind schon von besserem Material gemacht, sind vielleicht leichter im Hand, kann man damit besser arbeiten und so weiter. Da gehören extrem viele Firmen und vielleicht auch die Firma, mit welcher ihr gerne arbeitet. Und dann sind das die dritte, das diese hochklassige Pinzetten und da wäre ich sagen, da gehören die Dumo-Pinzetten. Das sind wirklich die besten. Das sind wirklich die ganz, ganz leichten und scharfen und wirklich Top-Pinzetten. Jetzt werde ich sagen, zu jeder Kategorie etwas, weil wir haben echt viele. Ich anfange mit dem Tweezer, mit den Pinzetten oder Tweezer vom Vetus. Die haben wirklich verschiedene Sachen. Ich persönlich oder verschiedene Sachen und hier vom Hintern habt ihr das auch ganz genau beschrieben, welche Pinzetten die haben. Jede Pinzette hat ihre Nummer und jetzt geht bei den Pinzetten wie auch bei den anderen Preiskategorien um das, wie die gebogen sind. Ja? Wir haben kurze und lange Pinzetten, das heißt kurze sind wirklich so kleinere, die sind wirklich kürzer im Hand, wo man muss mehr in der Nähe vom Auge arbeiten mit den Händen. Die längere haben Spitze. Ja, wenn ich das festhalte, ich zeige euch ähnliche Pinzetten, damit ihr das seht. Das ist kurze und das ist lange. Ja, ich habe hier Finger schon bei Spitze. Hier arbeite ich hier weiter. Und ihr könntet das auch so sehen. Da ist ungefähr solcher Unterschied in der Länge. Deswegen, erste was Länge. Ob ihr gerne habt lange oder kürzere Pinzetten. Das müsst ihr selber entscheiden. Ich arbeite gerne mit dem kürzeren. Dann nächste ist Pinzette, welche sortieren. Ja, wir haben Pinzetten, welche sind gerade und Pinzetten, welche sind ein bisschen gebogen. Da haben wir wirklich verschiedene. Ihr könntet gerne arbeiten mit so leicht gebogene Pinzette. Das ist wirklich so kommt ihr da rein und könntet ihr gerade arbeiten. Oder ihr könntet euch aussuchen, Pinzette, welche ist gerade. Ich nehme zum Beispiel diese, mache die auf. Oder wirklich so gerade Pinzette, dass ihr wirklich dazwischen kommt und damit arbeitet. Ich persönlich arbeite lieber mit der gebogenen, weil
Ich muss nicht so gucken, wenn ich gerade gehe. Deswegen, ich habe die gebogene und gucke ich nur von hier und ich sehe, was da passiert, ja. Deswegen, da könntet ihr euch auch selber aussuchen oder ausprobieren, welche ist für euch besser. Gerade müsst ihr gerade reingucken, damit ihr seht, welche Wimpern ihr aussortiert. Mit die bisschen gebogene, dann seht ihr schon von oben, wie das arbeitet, ja. Das ist eine Sache. Und dann haben wir verschiedene Biegungen von Pinzetten. Davon sind echt viele, weil wir haben kurze, das sind wirklich so ganz kurze Pinzetten, wo ihr habt nur die kleine Spitze. Dann haben wir Pinzetten, welche, ich sollte mir das so aufmachen, dann haben wir Pinzetten, welche haben längere Spitze, ja, das ist gleiche Form, aber ihr könntet sehen, der Unterschied, ja, dass es wirklich eine ist mehr kurz, andere hat größere Oberfläche. Dann sind Pinzetten, welche haben ganz große Fläche und das sind gerade oder gebogene, ja, solche Unterschiede haben wir. Deswegen hier achtet ihr immer auf den Winkel, wie die Pinzette gemacht ist, weil das ist sehr wichtig, wie ihr arbeitet, wie ihr das handhabt und wie ihr möchtet die Fächer fächern. Und dann haben wir noch breite Pinzetten, das sind diese. Da sieht man wirklich die breite Stück. Oder ich habe sehr viele Pinzetten. Oder wirklich so richtige für die Mega-Volume, ja, dass es richtig gebogen ist. Deswegen, man muss gucken, mit welchem Winkel man gerne arbeitet und mit welcher Breite von Pinzette jemand arbeitet, weil für jeder passt etwas anders. Wenn ich mache zum Beispiel, es geht auch um Technik, was ihr machen möchtet. Wenn ihr macht zum Beispiel 1 zu 1, bei 1 zu 1 könntet ihr wirklich fast alle Pinzetten probieren. Ich arbeite bei 1 zu 1 gerne mit dieser kurzen Pinzette, weil in dieser Pinzette und ich mag gerne diese Biegung, weil wenn ich arbeite, was ist wichtig bei dem Grad von Pinzetten, wenn ihr auf der Wimpern Fächer gebt. Ich nehme mir gleich Wimpern. Wartet ihr, ich nehme so. Wenn ihr arbeitet mit den Wimpern, ja, dann ist wichtig, dass ihr gerade auf die Platte kommt, ja. Egal welcher Winkel, ihr müsst gerade dazu kommen, ja. Wenn ihr habt so eine Pinzette, dann ist euer Winkel mit Hand so. Wenn ihr habt so eine Pinzette, dann ist euer Winkel so, ja. Deswegen seht ihr, je nachdem, was für Pinzette ihr euch entscheidet, oder ich nehme ganz andere, dass ihr seht den Unterschied. Wenn ich so eine Pinzette habe, dann ist wieder mein Winkel so, ja. Deswegen, ihr müsst euch selber entscheiden, bei welchem Winkel seid ihr. Bei dem Winkel arbeitet ihr genauso mit eurer Hand, dass es immer glatt auf die Platte kommt. Das ist ganz wichtig. Und jetzt, je nachdem, welche Technik ihr macht, werdet ihr die passende Pinzette dazu nehmen. Wenn ihr die 1 zu 1 macht, wie ich habe gesagt, damit es ist einfacher, weil wenn ihr 1 zu 1 habt, dann die Pinzette nehmt ihr immer nur eine, ja? Deswegen, es ist egal, ob ihr kommt mit solche oder ihr kommt auch mit so eine spitzige Pinzette, ja? Ihr müsst nur die eine nehmen. Da es ist ganz wichtig, dass ihr habt gute Spitz dabei, welche ist dünn, ja? Wenn ihr das seht, so zeige ich euch das. Wenn ihr das seht, das ist ganz dünn und das ist ganz wichtig bei der 1 zu 1, weil ihr müsst zu den Wimpern kommen und die eine rausnehmen. Deswegen, es ist eine kleine, gute, feine Spitze, ganz gut. Und dabei, es ist wirklich egal, ob ihr habt kurze oder kurze und mit 45 Grad oder längere mit 60 Grad, deswegen es ist wirklich auf euch, was für euch besser ist. Ich persönlich arbeite sehr gerne mit dieser kurzen Pinzette, weil ich mache oft Natural Look, das heißt, ich arbeite oft mit 1 zu 1 oder leichte Volumen, 3 bis 5. Bis 6, 7 kann ich mit sie super arbeiten. Wenn ich möchte größere Volumen, muss ich im
ein bisschen größere Pinzette gehen, weil das kann ich nicht, diese Fächer kann ich nicht in diese kleine Pinzette nehmen. Was ist dabei wichtig? Es ist wirklich immer die Spitze und das Haftung. Wenn ihr eine Pinzette habt, ich zeige das so hier, dann muss es wirklich super zusammenhaften. Seht ihr? Die ist total zusammen. Egal welche Pinzette ich nehme, die muss einfach, seht ihr, da ist kein Loch. So könntet ihr sofort, wenn ihr eine Pinzette bestellt, so könntet ihr wirklich sofort reinschauen, ob die gut haftet. Das ist eine Sache. Zweite Sache ist die Spitze, dass sie wirklich fast wehtut, weil ihr werdet mit der Spitze auch viel arbeiten. Egal, ob ihr die Wimpern sortiert und zählt, wie viel der ihr macht, oder ob ihr möchtet eins zu eins rausnehmen oder ihr irgendwo mit den Wimpern arbeiten. Wirklich hier Haftung und die Spitze, das ist das Allerwichtigste. Dann ist Gewicht von Pinzetten. Und da ist es auch von euch abhängig, mit was ihr gerne arbeitet. Ich mag nicht gerne so schwere Pinzetten. Einige Lash-Stylisten lieben das, weil die brauchen diese richtig drücken, zusammenquetschen und damit können die besser arbeiten. Andere mögen so mittlere. Die alle feinste und leichte Pinzetten sind wirklich vom Dumo. Die Dumo-Pinzetten kosten 70, 80 Euro. Aber wenn ihr damit wirklich den ganzen Tag arbeitet, ich spüre das fast gar nicht. Ihr merkt das. Das geht so einfach. Die Pinzette hat mega Spitze, die wirklich, das tut fast weh, wenn ihr euch irgendwo piekst. Die ist super. Die Pinzette muss man nie irgendwie schärfen oder etwas machen. Ich habe die schon seit 2 oder 3 Jahren. Die ist einfach perfekt. Und auch wenn ihr ganzen Tag fächert, ihr habt dann keine Handschmerzen davon, weil die ist wirklich ganz, ganz, ganz fein. Und dann, es ist wirklich so, dass die gehört für mich für die extra wirklich Top-Klassen, wo man muss nichts machen, man muss nur wirklich aufpassen, dass man sie nicht runterfällt, damit sie nicht kaputt geht, weil dann es ist vorbei und man braucht neue Pinzette. Dann sind das die mittelklassige Pinzetten, wo ich immer sage, die meisten sind schon so beschichtet und oft es ist, dass sie wirklich innerlich, wo die Spitze ist, sind die beschichtet mit Diamant und dadurch halten die auch die Wimpern besser und das ist wirklich super, weil die können damit super arbeiten und rutschen eure Wimpern nicht und man muss sich auch nicht um die kümmern. Man muss nur aufpassen, wenn man die reinigt vom Innen, dass man das nicht kaputt macht, weil wenn ihr diese Diamantbeschichtung beschädigt, dann haftet das nachher nicht mehr so gut. Ja, deswegen bitte immer aufpassen auf eure Pinzetten. Und dann sind das die günstigere oder die andere, ja, muss nicht günstiger sein. Welche sind nicht beschichtet? Die sind wirklich nur so vom ein Stahl gemacht und die musst ihr ab und zu schärfen. Ich empfehle, ich habe leider keine Feile gerade dabei. Ich empfehle wirklich mit so ganz Papierfeile, was ihr für Nägel habt, damit die Pinzetten schärfen. Bitte nie zusammendrücken so in die Feile, weil dadurch, dass die vom so feinen Stahl sind, könntet ihr die kaputt machen. Deswegen immer nur eine Seite, andere Seite schärfen. Und die Spitze schärft ihr so auf die Feile, ja, damit die wieder scharf ist. Und die Pinzette müsst ihr euch ein bisschen kümmern. Was ich sehr gerne benutze, natürlich, wir sterilisieren, sind, wir desinfizieren und so weiter. Aber was ich gerne benutze, ist so ein Sanitätwieser. Das ist ein Spray, wo ich mir nehme eine Vibes. Das ist so eine, was ist das? Weiß ich nicht, wie das heißt Deutsch. Das sprühe ich. Ich gebe die Pinzette immer hier rein, wenn ich bei Behandlung bin, und ich sprühe das rein und damit mache ich nur die Pinzette sauber zwischen Behandlung. Weil manchmal könnte sein, dass zum Beispiel ich habe da ein bisschen Klebereste oder einfach meine Fingerfettern oder etwas und die Pinzette haftet nicht so gut. Dann habe ich immer sowas dabei, mit was ich die Pinzette reinige während Behandlung. Natürlich, man kann auch so Desinfektionstücher nehmen und so weiter. Je nachdem, was euch passt, aber immer bitte mit etwas und ein bisschen vorsichtig, dass ihr die nicht kaputt macht. Und dann, was ist noch ganz, ganz wichtig, das habe ich ganz vergessen bei Pinzetten zu sagen, wo die Pinzette haftet.
Das ist wirklich ganz wichtig, wissen, wo ist euer Haftpunkt. Weil sind Pinzetten zum Beispiel, diese Kurze hat Haftung hier vorne, ja. Wenn ihr hier weiter mit sie arbeitet, werden eure Fächer immer auseinanderfliegen. Diese hat Haftung hier, in dieser, genau in dieser Biegung. Deswegen, wenn ich arbeite, muss ich ein bisschen weiter weg vom Spitze sein. Man kann nicht grob sagen, dass alle Pinzetten haben irgendwo Millimeter vom Spitze. Es ist wirklich unterschiedlich, welche Form ihr nimmt. Weil zum Beispiel diese lange, diese hat hier die beste Haftung, ja. Deswegen, ihr müsst schauen, wo eure Pinzette am besten haftet und da in dem Punkt nehmt ihr die Fächer und da macht ihr eure Fächer und nehmt ihr eure Pinzette raus. So, ich denke, das ist ungefähr alles zum Pinzetten. Was ich euch noch empfehlen kann, ist wirklich irgendwie einen Schutz für die Pinzette haben. Man kann sie wirklich mit so einer Gummi und in der Gummi einfach die Spitze geben, dass die nicht kaputt geht. Dann wirklich irgendwie eine ganz einfache Verpackung oder zum Beispiel solche Fließverpackung, das ist da innen weich. Oder ihr könntet noch so eine Box nehmen, wo ihr eure Pinzette dann einfach lagert, damit ihr euch schützt, damit die lange halten und lange gut sind und ihr könntet lange damit arbeiten. Aber wenn ich euch wirklich empfehlen kann, kauft ihr richtige Pinzette, weil die Pinzette spart euch Zeit beim Arbeiten und auch bei Fächern und mit guter Pinzette läuft das eigentlich irgendwie schneller und einfacher. Damit wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch. Und wir sehen uns nächste Woche auch Dienstag um 20 Uhr mit nächstem Thema. Falls ihr Fragen habt, gerne schreibt ihr mich. Ich werde gerne antworten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, ciao.